So, unheimliche Tür nach Narnia. Auf geht's! Ah, und da geht's ja schon wieder los. Oh, nee, nee, Mann, auf Lärm zu machen. Ach so, aber auf dem Boot waren wir doch schon mal, da unten. Yeah. Auf dem Boot waren wir, das stimmt. Ich hoffe, das ist eine Uhr, die irgendwo tickt. Wie hast du gesagt, wie heißt das eine Ding da? Das Menotrono-Trophischies-Method? Metronom? Danke. Ja, und das ist so, ja. Was können wir da sehen? Was sehen wir da? Ein Schatten. Okay. Aber vor allem, wir wurden hier beobachtet. Ihr Schweine! Ja. Okay. Geh mal weiter, das reicht mir heute. So, der Voyeurismus ist befriedigt. Weiter jetzt. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Nein. Okay. So, jetzt hören wir was schlagen. Können wir noch irgendwas aktivieren hier? Nee. Natürlich. Kannst du nicht nehmen, ne? Nee. Hi, 257, grüß dich. So, wie können wir nennen? Erz. Ist das hier eine Tür? Nee, das sieht, sieht nur so aus. Ein Schrank. Nee, eine Vertäfelung. Eine Vertäfelung? Eine Vertäfelung. Eine Wandvertäfelung. Oder ein Schrank, je nachdem. Weil dann draußen, kann man draußen noch irgendwas machen? Gibt es da noch irgendwie ein Survival? Ja, leider. Leitender Sicherheitsbeauftragter, an alle Betroffenen. Mir wurde berichtet, dass einige Nahrungsvorräte kürzlich abhanden gekommen sind. In diesem Zusammenhang bleibt mir keine andere Wahl, als erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Ab heute werden die Lebensmittel einzelnen Crewmitgliedern zugeteilt und die Lagerung der Vorräte zu jeder Zeit bewacht. Dass das mal klar ist. Mhm. So, was klappert hier so? Also entweder ist es ein Morsezeichen oder es ist, weiß ich nicht, hört sich an wie eine Tür im Winde, keine Ahnung, Schublade, die auf und zu geht. Na, lass mal hören. Hat zwar einen Rhythmus, aber es dürfte kein Code sein. Bestimmt in den nächsten Raum da. Ja, da, okay, alles klar. Und hier haben wir ein Zahlenschloss. Und dann haben wir auch den Rhythmus jetzt. Was? Wieso? Er macht, am Anfang macht er 4 langsame Schläge, dann kommen 3 schnelle und dann nochmal 3 halb schnelle. Okay. Jetzt. Aber es scheint nicht. Schade. Die Tür steht offen. Nope. Angelegt. Nope. Einfach nope. Oh, was hier? Ein Exorzismus? Ja. Oh, wie? Ja, ist nichts passiert. Guck mal, ist alles. Uiuiui.
Hier ist Weisheit. Ich schwöre dir bei Gott. 759. Okay, geht doch. Ja, von wegen Klopfzeichen, Benni hier. So ein Quatsch. Ja. So ein Unsinn! Hallo? Hallo? Ja, da kommst du noch nicht durch, da musst du erstmal Hebelzinn ziehen. Hm. Ja. Hamlet. Oh, ich dachte, hier liegt ein Rohling. Thou knowest is common. All that lives must die. Passing through nature to eternity. Ja. Hast du sehr schön gesagt. So, wir sammeln da unten irgendwelche komischen Sachen irgendwie, wo ich immer nicht weiß, was wollen wir denn jetzt mit diesen ganzen Postern? Die nehmen wir mit für unsere Kajüte und dann machen wir uns das da schön oder was? Genau. Aber wieso denn? Jetzt müssen wir erstmal gucken, was klackern ist. Ich denke Schlimmes. Ich erwarte Schlimmes. Hallo? Ach du Scheiße. Oh nein, Alter. Und definitiv bleibt das Bumsding zu. So, Benni, wir wollten heute einen Film gucken, ne? Das war ja der erste Film für heute. Oh Mann, nee, ich möchte nicht rein. So, Damien, was ist hier los? Ich habe gesagt, ab ins Bett. Um 8 bist du ab im Bett. Oh, diese fetten Häschen-Klocks da irgendwie. Oh nein. Get up, Quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Mhm. Ich mach mal einfach den Schrank auf, ja? Ja, prima. Ah, schön, Brunnen. Ja, da hilft jetzt nur die Mario-Methode. Augen zu. Augen zu und... Oh. So, Samara. Na? Hallo? Oh, scheiße. Na klar, klettern wir rein. Na klar, klettern wir rein. Warum auch nicht? So ein Brunnen in so einem Schiff. Stellen wir alle Fragen. Nein. Absturz. Hallo? Kann mir einer helfen? Mir geht's nicht gut. Was? Oh Gott! So schöne Geschichte hier. Ah, weiß ich nicht, Alter. Würde wieder gerne zurück wollen. So. Ja, stell doch mal die Uhrzeit. Was machen wir hier Schönes? Was hast du hier heute Schönes vorbereitet? Du hast eine Ui basteln. Wunderbar. Was ist denn nur aus dem schönen Vulkanexperiment geworden? So, hier kommen wir anscheinend ja nicht weiter. Nee. So, schauen wir mal hier vorne. Oh, ein Fahrstuhl. Ja, das sieht nicht gut aus. Na, links war noch eine schöne Tür, genau. Da bin ich weg. Da bin ich sofort weg. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte. Und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Bilbo. Was? Was ist hier eingepackt, Benni? Eine Kuh. Das ist auf jeden Fall kein großes Luftballontier, das steht mal fest. Dann klettern wir nochmal. Warte mal, kann ich. Ich probiere mal ganz kurz nochmal an der Uhr darum zu fummeln, was der Typ da hatte, aber ich glaube, das geht nicht. Du kannst ja nicht drauf interagieren. Interagieren? Nein. Nix, Kreis. Gar nichts. Wir brauchen noch zwei Arme, ne? Irgendwie, damit. Quasi. Entweder, was wird angezeigt? Na, wahrscheinlich Stunde. Und Sekunde noch. Also, ein Unterarm und ein Bein. Das brauchen wir doch. So, dann klettern wir mal runter. Also, alles in mir sagt jetzt da vorne,
Geh mal nicht hin. Ja, vor allen Dingen, sind das, also ich will ja jetzt nicht sagen, aber sind das Hautlappen? Ja, das ist Haut. Das sieht tatsächlich so aus, als wenn die Haut hängt. Ach, guck mal, da ist ein schönes Rätsel vor deiner Nase. Na, warte mal, so ein Ding haben wir doch hier. Was denn? Also, ne. Ja, das ist auch totaler Quatsch. Ich muss erstmal weiterdrehen. Jetzt muss man gucken, welches du. Ja, ich glaube, mit den Dingern interagierst du dann mit den großen und kleinen Dingern. Jetzt bist du wieder da, wo du vorher auch warst. Ja. Ich versuche mal nur gerade irgendwie. Wahrscheinlich kann man die äußeren Ringe gar nicht drehen. Meinst du? Was denn? Achso. Genau, das ist jetzt nämlich der äußerste. Das ist der äußerste. So, warte mal, wo haben wir einen Ausgangspunkt? Haben wir irgendwas, was hier fix ist? Weiß ich nicht, dazu musstest du unten mal den Arm bewegen. Du siehst immer auf diesem Disco-Ding, welche Ränder du da bewegst. Das ist jetzt zum Beispiel der äußerste, wenn du jetzt den Arm in die Mittelposition... Na, die Frage ist ja, normalerweise machst du ja sowas, wenn du von außen irgendwie einen Indikatorpunkt hast. Heißt irgendwie, da wo jetzt der Kopf, als wenn ich Gruft zeige, was für ein Quatsch, als wenn du den siehst. Der Kopf, der jetzt oben links beleuchtet wird, auf 11 Uhr, ja, wenn da jetzt irgendwo ein Stück vom Kreis wäre, wo du den äußeren dran ausrichten kannst und dich dann immer mehr zur Mitte arbeiten kannst, das meine ich damit. Ob wir jetzt außen irgendwo einen Indikatorpunkt haben? Nö. Weil also ich sehe keinen. Ja, ich sehe leider auch keinen. Irgendwie. So, dann können wir das jetzt erstmal völlig x-beliebig hier drehen, oder was? So, was macht der jetzt? Okay, er dreht ihn einfach bloß zu. Ja, wenn nicht, richten wir erstmal aneinander jetzt einfach nur sinnlos aus, ne? Ein Stück zurück? Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht! Das ist er auch nicht! Und das ist er auch nicht! Nee. Jetzt ist er. Also richtig passend tut er nicht. Aber das ist ja eins mit den Querstangen. Ja, mit den Querstangen und rechts passt es auch mit den Zahnrädern eigentlich. Aber der ist es nicht. Der passt auch nicht. Deswegen sag ich ja, der mit den Querstangen, den du gerade eben hattest, der war schon richtig eigentlich. Weil der passt ja auch mit den Rädchen da drüben, auf der anderen Seite. Ja, aber der Rest passt halt nicht dazu. Achso, na warte mal, wir können ja... Achso, das was wir natürlich mal probieren können, erstmal den kleineren Kreis nochmal weiter auszurichten. Warum jetzt der kleine Kreis hat überhaupt gepasst. Moin, fieser Wicht! Fieser Wicht, du alter Winkemeister! Nimm! Dann mag da erstmal... Schön, dass du da aus, hey. So, das sieht alle ziemlich beschissen aus. Und ist es auch nicht. So, heißt also, wohin müssen wir drehen? Können wir mal eins kurz probieren, ob ich noch das mittlere ein bisschen besser ausrichten kann, aber... Man muss tatsächlich sehr präzise sein, irgendwie mit der Ausrichtung. Ja, ist wie mit dem Stuhl, ne? So, was? Jetzt haben wir irgendwas aktiviert. Wahrscheinlich die Armuhr. Warte mal, konnten wir irgendwas nehmen? Haben wir irgendwas bekommen? Hat da irgendwas gedroppt hier? Nimm diesen... Nimm diesen Steve-Anzug. Ja, sieht nicht so aus irgendwie, wa? Nee. Ekelhaft. Gut, alles klar. Weiter geht's. Schwuppdiwupp. Ab nach oben. Ist ja auch geil, wie die Leiter so. So weit. Gefällt mir. So, okay. Aha. Oh. For another. Another takes their place. The machine goes on.
So, da oben machen wir hier noch Westworld oder was? Okay. Ja. Was? Ja, ich hab keine Ahnung. Dreh mal weiter, mal gucken, was noch passiert. Nee, 7 Uhr ist erstmal das, was er haben will. So, aber warum? Genau, das ist eine gute Frage. So, die Zerlegung hat sich hier noch irgendwas geändert in dem Raum. Tür ist wieder zu, wie ich sehe. Nee, wieso da hinten? Also, ja. Die ist immer noch zu, verstehe. So, und hier. Ist immer noch das Rätsel da hinten. Okay, was will er uns mit 7 sagen? Vor allem 711, also, ne? Weil da stand ja noch die Oath. Was ist jetzt ein Datum? 11.7. Was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, wir können ja die Uhr weiter drehen. Ach so, mach mal, dann jetzt mal eine 3. Was? Musst du auf die Ziffern kommen, die er dir vorgibt? Wegen jetzt 11.31, jetzt musst du wahrscheinlich dann irgendwie mit den Zahlen auf 31 kommen? Nein! Okay, so was mit Brightson. Ach so. Also du musst immer die Zahl, die dahinter steht, die 31, die müssen wir jetzt erreichen, aber du kannst jede Zahl nur einmal verwenden. Also die müssen wir jetzt hochaddieren. So, dann wärst du jetzt, da wärst du jetzt bei 20. Wenn du da loslässt. Kannst du aber machen, du kannst die 20 nehmen, dann die 10 und dann die 1. Ja, warum keine 11? So, und jetzt die 1. Weil danach kommt eine neue Zahl und resettet sich wieder, weißt du? Mhm. 41. Und jetzt die Dry. Applaus, Applaus! Wir haben es geschafft! Gott. Oh, so eine schöne Blume, dankeschön! Was können wir jetzt mit der Blume machen? Oh, wir können den Fahrstuhl nutzen. Hey. Was soll denn aber dieses Szenario hier? Ich habe keine Ahnung. Dieser skurrile Scheiß. Was? Was? Ich verstehe nicht, was mir das Spiel damit sagen will. Ja. Nö. Nö, Freunde. Ab wieder da an die Arbeit. Ja, die sagen nö. Die wollen jetzt mit dir Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl fahren. Schön. Einfach fühlt man sich wohl. Das ist tatsächlich so eine Ladung Sexpuppen ausliefern. Das sind aber komische Sexpuppen. Ja, du, ich kann ja auch nicht für die Schmecker der Leute. Oh, schön. Ach du meine Nase, Alter. Also, sind wir jetzt noch auf dem Schiff? Ja, das sieht man ja wohl. Ja, ja. No man is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. Oh, dann dreh doch mal so schön ein bisschen, genau. Sind Köpfe? Ja, hier sind Köpfe dran. Das ist schön. Wunderbar. Jetzt dreht er da Hitze. Hui! Ich bin der König der Welt! Gott. So! Ja, schön. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben. So, er zuckt noch hier vorne, kann das sein? Hat gerade hier ein Zucken gesehen?
Nee, der ist ein bisschen angekokelt. Lange ist so die Tür offen. Ja, ist doch okay, oder? So, wir betreten das Haus, die Kirche des Manneken. Ich habe auch noch so keinen Blassen, was mir das Spiel eigentlich irgendwie sagen will. So von der Story. Oh, guck mal. Künstlerisch auf jeden Fall sehr wertvoll. Stolen flame burns strong, burns quick. A stolen flame burns out. Ja. Ja, also die Zeit vergeht wie im Flug. Soll ich hier mal durchgucken? Soll ich jetzt wieder fast du fahren? Sollen wir da wieder hin? Oh Gott! Black War Snake! Black War? Don't do this! Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt wieder Fahrstuhl fahren. Wenn sie zu einem Laden aus war. Aber vorher. Vorher? Freunde! Oh, wer lebt denn Anna? Das kannst du für mehr. SpongeBob, SpongeBob! So, wenn ich jetzt irgendjemanden so anfassen würde, könnte ich jetzt 1er Schlag verteilen. so wie ich hier doll mit der Maus rumgerubbelt habe hier. So. Da geht's. Ach, und ihr seid auch wieder mit dabei. Wunderbar, freut mich. Ja, die wollen bestimmt gleich ein bisschen kuscheln. Ja, na, bin ich doch dabei. Gruppenkuscheln, ihr Mäuse. Na, was mit dir? Wer von euch hat sich bewegt, ha? Wer von euch ist der Replikant? Bist du das? Oder du? Sind wir schon wieder hier? Aber diesmal können wir vorne durch. Guck mal hier, geradezu und so. Nice. Na, dann auf in den Titty-Twister hier. Ach du, guck mal, schön. Oh. Ich laufe einfach weiter. Ich hinterfrage auch gar nicht, was hier überhaupt stattfindet. Das macht doch nicht keinen Sinn. So, Dankeschön. Ja, ist doch. Ist doch ein lieber Manneken. Ja, der mag dich. Bist du langsam? Ja. Der zuckt noch übrigens. Ach du Scheiße. Soll das so sein? Soll da jetzt was rauskommen? Vielleicht. Ich bin verunsichert. Guck doch mal mit deiner. Übe doch mal High Five. Oh nein. Oh nein, er kommt gleich und jagt mich. Meinst du? Ja, und das war vorhin auch so. Ich hätte jetzt gedacht, dass du mit der Taschenlampe daran musst, weil das so krissel aussah. Du Mörder! Ja, mach ich erstmal kurz den Weg frei. Dann leg in die Taschenlampe ran. Achso, meinst du gleich schon mal den Panikweg? Genau. So, und jetzt können wir. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich hab so leichte in Isolation Flashbacks gerade. So. So. Okay, passiert nichts. Schade. Ach so, ich muss Unterstützung nehmen. Siehste, ist ja völlig in Ordnung. Ja, hast du ihm geholfen? Ja, bin netter. Kennt ja nichts, war ein Kumpeltyp. Das Gute ist, dass er dich jetzt jagt. Aber ich bin ja. Ruhig. Ja, das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Doch, das ist gut, weil hier kann ich mich jetzt in Ruhe hinsetzen und Benni, irgendwann musst du mal Metal Gear Solid spielen. Hab ich. Komplett, also den ersten Teil. Completely durch? Ja, den ersten Teil auf jeden Fall. War der nicht total geil? Ja. War das gerade eine Frage? Ja. Das war auf jeden Fall die Antwort dazu. Der Burner war das, der Burner.
Absolut. Schön auf der PlayStation 1. Schön mit zwei CDs. Ja. Ah, okay. Verschlossen. Das ist, glaube ich, sogar mehrfach durchgespielt. Sehr schön. So ist jetzt eventuell. Nein. Ist alles zu. So. Auch zu. Okay. Hey da! Okay, ein paar Ratten. Vielleicht bringt sie dir ja den Schlüssel, den passenden. Naja. Warum ist jetzt auf einmal Farbe? Warum ist jetzt hier. Okay, ich frag nicht. Er ist schon ein bisschen weird, ne? Irgendwie. Was? Was ist denn los? Was hast du denn? Was ist denn los? Okay. Dankeschön. Oh, ein Liebesbrief. Meinst du? Oh, verdammt. Verwickelt in eine Reihe von persönlichen Skandalen und Mittelpunkt von moralischer Empörung und Gerüchten über den geistigen Gesundheitszustand. Unsere Quellen in der Hauptgemeinschaft verraten nun, dass der Schauspieler stundenlang hinter verschlossener Tür im Zimmer verharrte. Es konnte Stimmen vernommen werden, die manchmal von Gelächter und Weinen begleitet wurden. Waren die bei uns? Benny, waren die bei uns? Kann das sein? Die haben mir gelauscht. Doch als ich die Tür öffnete, war niemand sonst im Raum zu sehen. Wie der berühmte Kritiker Noah Wensley uns jedoch immer wieder wissen lässt, führen außergewöhnliche Künstler nur selten ein gewöhnliches Leben. Wir dürfen nicht vergessen, dass hohe Kunst ihren Preis hat. Wer sich in seiner Rolle verliert, verliert sich unter Umständen selbst. So einfach ist das. So. Ja. Tatsächlich eine Menge dran, ne? So wie Fletcher. Oh, da war ja, dafür. So, was ist das denn? Ein Apfelriebsch! What was that? Shh. We're not alone here. We're not alone. So, das sieht aber auch ein bisschen aus wie Polterabend, ne? Also, so mit dem Geschirr da im Hintergrund. Ja. So, den packen wir wieder zurück. Für später. Bisschen Wegzierung, weil ich in Japan schnell hier hochrenne und denke so, es verfolgt mich. Hey, ein Apfelkrieg. So, okay, was haben wir hier? Ah, okay, das war ein bisschen unheimlich. Und ich bin froh, dass es verschlossen ist. Die Box. Noch. Meinst du? Ach komm, hör auf. Ja, vielleicht. What is in the box? Okay, ein Steg. Oh, it stinks. But it looks like someone took a bite. Mm-hmm. Or something. Come, let's not wait for it to come back. Geht. Oh, Maya, grüß dich. Hey, schön, dass du da bist. Ja, sorry, dass wir jetzt hier nicht so schnell auf den Chat eingehen können, irgendwie. Sind mittendrin hier. Sind mittendrin! So, dann klettern wir. Vielleicht finden wir das Versteck von den Bänen, Rabauken. Ja, ich glaube, wir sind dem Versteck schon ziemlich nah. In Note. Ich musste einige Käfige verstärken. Irgendetwas hat die Tiere ziemlich verängstigt. Vielleicht spüren sie, dass das Gewitter bevorsteht. Ich muss die Schotten dicht machen. Das wird ein gewaltiges Gewitter. Warum schreibt man sowas auf? Warum? Also, zu dem Brett. Fehlt nur noch die Anrede, liebes Tagebuch. Ja. So. Danke. Ich wollte gerade sagen, macht einfach zu. Ja, das ist. Oh, da ist aber eine schöne Truhe drin. Loot! It's a bait, it's a trap. I know it. Na, es ist Loot. Guck, Loot!
Also, was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier, Sonne. Wie nennt man sowas? Eine Musikrolle? Das ist eine Spielrollenrolle? Wie nennt man sowas? Ja. Das ist so ein Zylinder mit Punkten drauf, die, wenn man das über so ein Ding abspielt, so bing, 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 kennt ja jeder von. Kennt ja jeder. Richtig. Aber wie nennt man sowas? Weiß ich nicht. Aber da ist auf jeden Fall eine Katze abgebildet. Finde ich schon mal geil. Chat? Ich denke, Herr Junger wird uns gleich die Antwort schreiben. Ach, guck mal. Da wollte jemand mich anfassen. So, Küchen aufs Händchen. So. Denn ich gehe mal hier hoch. Ja, das ist aber auch schön gebaut hier, ne? So aus. Der verfolgt dich. Guck mal, der mag dich. Also, Oma schreibt gerade, eine Phonographenwalze ist das. Phonographenwalze? Also, stimmt auf jeden Fall, aber so unter dem Begriff kenne ich es irgendwie nicht. Aber Walze ist schon richtig. Ich kannte das auch mit irgendwas mit Walze. Oh, das mach ich kaputt. Das mach ich kaputt. Und hier bewegt sich irgendwas drin. Ich kenne nur den Walzer. Also, ne? Tanzen.